Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer kranke Voice 80 und ich sag ja, es kam wirklich so viel Pech an diesem Freitag und ich musste diese Videos einfach wegdrehen und jetzt kam mir noch ein Päckchen von BMV Medien und da ist wieder Mediabooks drin und ich mach einfach mal auf und dann gucken wir mal, was da Schönes enthalten ist. Und hier gibt es keine Gummibärchen. Dafür Schaumstoffbubbel. Und die Styroporbubbel. Und ich hasse Styroporbubbel. Denn erstmal macht es riesengroße Sauerei. Zweitens, Gummibärchen schmecken besser. Und es finden auch diese Schutzfolien. Liebe Andi von Megastore Palast, du machst einfach alles perfekt. Ich werde auch nie wieder was woanders bestellen. Aber die Mediabooks habe ich eben woanders gekauft. Und ich muss gestehen, also ich habe es mir bereut, denn die Gummibärchen fehlen mir so sehr. Und eben diese Scheiße von diesem. Aber ein Feuerzeug. Aber kann ich wirklich gut. Flammenwerfer. Sehr cool. Aber Gummibärchen sind trotzdem lieb. Ja, dann, oh Gott, wie ich es hasse. Es sind drei Mediabooks im Halt und alles andere ist hier Styropor. Furchtbar, ich hasse echt dieses Ding. Weil die echt überall rumfliegen und vor allem die Katzen machen den hier, ne? Und ja, die Emma vor allem auch. Gut, dann müssen wir ganz fix wieder zukleben, damit da wirklich keiner, nur eins, damit da wirklich keiner auf die Idee kommt, das zu machen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was hier Schönes gibt. Oh. Ja, also gut, wir fangen an mit Dario Argentos Profondo Rosso, die Farbe des Todes. Einmal als schöne Mediabook. Dann Dark Knight of the Scarecrow, die Rache der Glünchten oder des Glünchten. Und Charles Bronson in Ein Mann sieht Rot in diesem Mediabook, was von der Größe her nicht zu den anderen passt. Und jetzt kotzt mich immer extrem. Warum? Jetzt kommt er bald von NSM, nee, von 84, bin mir ganz sicher, eben Teil 2 und Teil 3 raus. Und ich gehe zu 90% aus, dass sie natürlich viel größer sind als der hier. Ne? Aber egal, ich habe den schon noch nicht auf Blu-ray gehabt. Und von daher dachte ich mir in einem schönen Mediabook, ich habe gedacht, dass es ein größer ist. Aber ja, gut, wir fangen einfach mal mit dem Cloud. Entschuldigung, nochmal kurz husten. Ja, Ein Mann sieht Rot mit Charles Bronson. Haben ja vor euch einige gewusst beim Filmquiz. Und der Film finde ich absolut cool, absolut Klassiker. Muss auch unbedingt mal angeguckt haben. Hat mir schon auf DVD sehr gut gefallen. Ich habe ihn dann verkauft, weil ich eben dann eher auf Blu-ray umsteigen wollte. Und jetzt habe ich ihn endlich. Da ist die DVD und die Blu-ray dabei. Die DVD geht 90 Minuten und die Blu-ray geht 93 Minuten. Das ist natürlich auch FSK 18. Der ist halt recht brutal, obwohl eigentlich jetzt nicht unbedingt so den jetzigen Brutalitätsstandards entspricht. Früher war eben brutal und ist auch bekannt dafür. Ja, hat leider ein Extras nicht wieder bei, außer ein 16-seitiges Booklet und einen Trailer. Mehr war es nicht. Ja, ich mache einfach mal auf und dann schauen wir das mal von innen an. Das Mediabook ist einfach schlicht in weiß gehalten mit einem Fadenkreuz und Charles Bronson als Zielscheibe hier zu sehen. Ja, es gibt schöne Motive, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber für mich war das Mediabook eben wichtiger als das Motiv. Ja, und Charles Bronson, Ein Mann sieht Rot, in kleinem Death Wish und oben drauf dieser schwarze Balken. 2 Disc Limited Edition.
Hinten drauf ist halt eben die Inhaltsangabe von dem Film. Und hier dann eben dann die Extras zu sehen und die Laufzeiten von den Filmen. Oder vom Film. Und an der Seite ein Mann sieht rot, ebenfalls in weiß, mit demselben Motiv hier vorne drauf, klein. Und unten Studio Channel. Ich klappe jetzt mal die Kamera da unten. Ne? Und dann schauen wir uns mal an, wie sie dann ausschaut. Ja. Einmal hier ein Mann sieht rot. Dann einmal hier die DVD-Version mit einem richtigen Fadenkreuz drauf. Sehr cool. Hinten drauf der Charles Bronson. Leicht, ist schwer zu erkennen. Und dann blenden wir einfach mal durch. Und leider sehr wenig Text dabei, was ich sehr schade finde. Also keine Hintergrundinformationen über den Film, außer so ein bisschen hier. Aber mehr Bilder vom Film. Also daraus hätten wir vielleicht ein bisschen mehr machen können. Und hier dann die Blu-ray in schwarz mit rotem Fadenkreuz. Ein Mann sieht rot in weiß. Und hier hinten drauf nochmal Charles Bronson. Und so, wenn man es anguckt, sieht es eben dann gemeinsam aus. Ja, also ihr seht unbedingt die schönste Veröffentlichung. Und der liebe Andi vom Megastore Palast bekommt Deathwish 2 und 3 in allen Cover-Varianten. Und da habe ich auch schon mal nicht vorbestellt. Also unbedingt bei ihm vorbeischauen. Das kann ich auch noch organisieren. Ich habe es vergessen zu fragen, es tut mir leid. Aber auf jeden Fall, Deathwish 2 und 3 wird auf jeden Fall beim Andi bestellt. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich viel Spaß bei meinem Kanal. Auf meinem Kanal. Hier könnt ihr mich gerne abonnieren, wenn ihr möchtet. Und langsam versagt weil die Stimme, ich muss was trinken fürs nächste Video von den anderen noch. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö.